Der leuchtende Stein steckt jetzt in einer der Pfeifen. Ein leuchtender Dudelsack. Der Leuchtsack ist jetzt prall gefüllt. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Die Schnur ist jetzt am Dachbalken befestigt. Irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht. So haben Sie sich den Heiland bestimmt nicht vorgestellt. Weihrauch, Gold und Myrrhe. Oh, das ist aber nett. Feinste Ware. Wenn ich mich richtig erinnere, wart ihr wirklich rechtzeitig da, um euch anzumelden. Meine Kollegen und ich müssen schon sagen, dass Blutwurz eine echte Bereicherung für dieses Festival wären. Ihr könntet sogar als Favoriten gelten. Jetzt brauchen wir nur noch eure vollen Namen. Emanuela Windbrecht zu Flitkrum, Paco Raban und ich heiße Tristan. Du hast doch bestimmt auch einen Nachnamen, Kleiner. Nein. Kein Nachname, kein Festival. Also gut. Triebwurz. Tristan Triebwurz. Lol. Also gut, kleiner Mann. Hier ist die Anmeldung. Gib sie am besten gleich bei der Stadtwache ab. Treuer Untergebener, lausche er meinen Worten. Mein perfekter, perfider Plan wird bald Realität werden. Und dann beherrsche ich, der Graf, endgültig das Schokobananengeschäft und bald die ganze Welt. Natürlich, mein Herr. Diese seelenlosen Kreaturen werden mir noch mehr Ruhm und Reichtum bescheren und alle werden vor dem mächtigen Der Graf zittern. Hörst du, sie werden zittern, haha, zittern! Und wenn sie nicht genug zittern, dann werde ich sie mit meiner Armee zerquetschen. Zerquetschen? Natürlich, mein Herr. Und jetzt geh wieder an die Arbeit und bereite alles vor. Das ist die Anmeldung zum Festival. Nanu, wo ist denn die Wache abgeblieben? Am besten, ich frage mal meine Bandkollegen. Wo ist dieser Bär jetzt schon wieder hin? Die Wache hat ihn mitgenommen, um ihn in den Kerker zu sperren. Ich konnte nichts dagegen tun. Verdammt! Hallo, Echo! Echo, du Idiot! Huch, es spricht.
Wie lacht es sich im Keller, ihr Frostgrims? Beschissen! Wir sind eine verkackte Black-Metal-Band! Wir lachen sonst nie! Wer hätte gedacht, dass das so schwer ist? Nur mit Lachen ist es nicht getan. Man braucht doch Humor. Was? Ist das das Zeug, das im Wald auf dem Boden liegt? So ähnlich. Darf ich zu euch runterkommen? Nein! Schade. Und sonst so? Auch beim Festival dabei? Ja, natürlich! In den Lachpausen proben wir einen neuen Song. Cool. Wie heißt der? Frostgebissen Waldeuter. Wow, sehr, tiefgründig. Schon mal live gespielt? Ja, auf dem Burghof. Dann kam diese komische Wache und hat uns in den Stadtkerker gesperrt. Wegen Ruhestörung. So ein Kunstpanause. Böse. Wie lange wart ihr da drin? Ein paar Stunden. Als das Bier alle war, sind wir abgehauen. Da gab es so einen komischen Brunnen, der auf den Burghof führt. Interessant. Ich würde gerne noch plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Ich hoffe, Paco ist auch wirklich da unten. Zum Glück war 1349 das Rad schon erfunden, sonst wäre dieses Spiel unrealistisch. Ein schlichtes, aber ansprechendes Modell. Hier steht, deutsche Bananen, Krümmung entspricht der EU-Norm. Alte Besen kehren gut. Ob da wohl auch was gegen Dummheit drin ist? Qualitätsware aus dem Hause Castro. Das scheinen Wachskerzen für die Kerzenhalter zu sein. Auf dem Karton steht, empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaften. Der Minuspol scheint kaputt zu sein. Ein leckeres, verspieltes Obst. Der Minuspol scheint kaputt zu sein. Qualitätsware aus dem Hause Castro. Merkwürdig. Die Elektrizität ist doch noch gar nicht richtig entdeckt worden. Sieht aus, als ob man den Stein bewegen kann. Nichts. Wetten, dass da ein Skelett drin ist? Das ist mein treuer Gefährte Paco, die alte Flohschleuder. Er ist in Würde gealt. Nur ein Wort und ich sperr dich dazu, du Hippie! Finger weg! Das hättest du wohl gerne. Das ist feinste Qualitätswolle aus dem Hause Wollkrasalta. Was da wohl drin sein mag? Finger weg! Was für ein rüpeliger Rüpel von Stadtwache. Na, wie strickt es sich so? Sehr gut. Meine Oma hat mir die neuesten Moves gezeigt. Das freut mich zu hören. Sagen Sie mal, haben wir uns nicht vorhin schon auf dem Marktplatz gesehen? Ja, ich bin für ganz St. Otten zuständig. Alleine? Personaleinsparungen. Früher waren es 42 Wachen. Jetzt bin nur noch ich da. Oh, da fühlt man sich doch geehrt, oder? Naja, das hat eher praktische Gründe. Ich bin der Einzige, der multitaskingfähig ist. Ich bin überall und nirgends. Ich bin der Auserwählte. Wirklich sehr beeindruckend. Aber ich muss jetzt weiter. Okay, ich habe dich sowieso im Auge.
egal wo du bist.